Grüße euch in mein Tagesenergie am 2. August 2017. Bis jetzt habe ich die Tageshoroskopen und die Tagesenergie vermittelt. Die Tagesenergie war nichts anderes als eine Kurzfassung von den Tageshoroskopen und da möchte ich etwas verändern. Im Tageshoroskopen beschreibe ich nach wie vor die tägliche Energie und wie das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen wirkt. Natürlich viele mythologische Geschichten dazu. Und in Zukunft beleuchte ich diese Energie von anderen Blickwinkel und das wird die Tagesenergie sein. Wie wirkt es uns alle oder was sollen wir beachten im Tagen? Die Energie des Tages ist, etwas begeistert uns heute. Und sollen wir auch mutig sein und auch aktiv da etwas in Bewegung setzen, weil das gibt das inneren Gleichgewicht. Wir brauchen heute ein selbstbewusstes Auftreten und nach Gefühl handeln. Wenn das angebracht ist, eher zurückhaltend sein. Es gibt manchmal Situationen, wenn besser ist, wenn wir schweigen oder zurückhaltend sind. Aber das können wir entscheiden nach Gefühl. Dann ist wichtig auch, dass wir unsere Rechte vertreten und es mit einer kraftvollen Stimme. Dann ist wichtig heute um die Finanzen kümmern und unsere schriftlichen Sachen in Ordnung zu bringen. Dann treffen wir Entscheidungen und von vielen Sachen werden wir trennen oder kündigen etwas, aber bei anderen Situationen befestigen wir etwas und es ist auch wichtig, diese Orientierung gerade. Wir können zu Hause etwas verschönern, weil das ist eine gute Energie. Dann sollen wir über Gefühle sprechen, aber auch zuhören, wenn anderen über ihren Gefühlen sprechen. Das ist ein Geben und Nehmen. Dann ist wichtig auch unseren Wünsche, unseren Sehnsüchte ernst nehmen und das in Form zu bringen und keine Angst von Veränderungen. Bei einer rechtlichen Sache hilft, wenn wir Verbindungen suchen oder jemand, wo uns unterstützt dabei oder uns beschützt. Und das ist die Energie des Tages und es kann auf jeden wirksam sein, unabhängig von den Tierkreiszeichen. Und wie das die einzelnen Tierkreiszeichen erleben, das erkläre ich in meinem Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.